Die 13 wichtigsten Punkte nach der Gründung einer GmbH und Co. KG oder UG und Co. KG. Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist André Kraus. Ich bin Rechtsanwalt und ich bin spezialisiert auf dem Unternehmensrecht. Und jetzt geht es um die 13 wichtigsten Punkte nach der Gründung einer Co. KG, das heißt nach der Gründung einer GmbH und Co. KG oder einer UG und Co. KG. Zuerst einmal ein Punkt, der vielleicht ein gemischter Punkt ist, das heißt ein Gründungspunkt ist, aber auch ein Punkt nach der Gründung. Und zwar, das ist die Wahl einer richtigen Geschäftsadresse, sowohl die Beschriftung des Firmenbriefkastens. Warum erwähne ich diesen erstmal banal wirkenden Punkt? Zunächst einmal zur Geschäftsadresse. Es ist wichtig, dass die Adresse, die Sie nutzen, auch dafür geeignet ist. Denn das Handelsregister kann nach Rücksprache mit der IHK auch Ihnen eine Gründung versagen, wenn eine bekannt unzureichende Geschäftsadresse gewählt wird. Deswegen fragen Sie bitte immer nach, vor allem wenn Sie Büroservices nutzen, ob diese auch geeignet sind, um für eine GmbH und Co. KG oder UG und Co. KG auch verwenden zu können. Erforderlich ist, dass es nicht nur einen Briefkasten gibt, sondern auch, dass Räumlichkeiten bestehen, die zumindest die Geschäftsunterlagen einlagern können. Das heißt, die auch tatsächlich dafür geeignet sind, um ein Unternehmen beherbergen zu können. Was auch in den meisten Fällen dafür geeignet ist, ist ihr Wohn ist eine ganz normale Wohnanschrift, denn sie genügt in den meisten Fällen genau diesen Punkten und wird deswegen meistens nicht beanstandet. Und dann ist ein gängiger Nachgründungspunkt. Warum Nachgründungspunkt? Weil dann meistens der Gesellschaftsvertrag geschlossen ist, auch der Notartermin schon stattgefunden hat, ist es, den Firmenbriefkasten richtig zu beschriften an der richtigen Geschäftsadresse, an der richtig gewählten Geschäftsadresse, weil wenn das nicht passiert, kann das Handelsregister Sie nicht anschreiben und dann wird das Unternehmen einfach nicht eingetragen ins Handelsregister. Warum erwähne ich das? Das passiert relativ häufig und führt zu einer sehr langen Verzögerung bei der Gründung. Deswegen wichtiger Punkt quasi nach der Gründung oder im Gründungsprozess. Zweiter wichtiger Punkt nach der Gründung ist die steuerliche Anmeldung. Und hier gibt es die Faustformel bei einer GmbH und Co. KG oder UG und Co. KG Gründung. Es werden zwei Unternehmen gegründet. Juristisch gesehen zunächst einmal die Komplementärs GmbH oder UG als Verwaltungs GmbH oder UG, die Haftung übernimmt und die dann die KG, deren Gesellschafterin dann die Komplementärs Haftungsübernahme GmbH oder UG ist. Das sind zwei Gesellschaften, die aber natürlich gleichzeitig gegründet werden. Dementsprechend erstellen wir gleichzeitig die steuerliche Anmeldung für beide Gesellschaften und eine steuerliche Anmeldung wird elektronisch eingereicht. Es geht nicht mehr, also eine Blattanmeldung ist nicht mehr möglich. Als nächstes die Eröffnungsbilanz. Diese ist nur erforderlich für die Verwaltungs GmbH oder für die Verwaltungs UG. Das erfolgt auch erforderlich bei Portal eBilanz Plus. Und danach die Gewerbeanmeldung. Die Gewerbeanmeldung ist erforderlich nur bei einem Gewerbe. Sie ist grundsätzlich nicht erforderlich bei einer Gesellschaft, die der Vermögensverwaltung dient oder die nur der Haftungsübernahme dient. Das heißt, eigentlich nicht erforderlich für die Verwaltungs GmbH oder Verwaltungs UG. Aber manche Gewerbeämter verlangen eine Gewerbeanzeige auch bei nicht gewerblichen Gesellschaften wie gemeinnützigen oder zum Beispiel Komplementärsgesellschaften. Deswegen erstellen wir eine Gewerbeanzeige für beide Gesellschaften per se oder das sollten Sie dann machen, wenn Sie das selbst machen, auch bei einer GmbH oder UG und Co. KG Gründung. Als nächstes sollten Sie an ein Impressum, eine Datenschutzerklärung und gegebenenfalls an AGBs denken. Impressum und Datenschutzerklärung sind verpflichtend und zwar vor allem dann, wenn Sie online tätig sind, wenn Sie eine Webseite haben oder wenn Sie Ihre Leistung auf einer fremden Webseite präsentieren. Also auch dann brauchen Sie beides oder wenn Sie eine App haben, auch dann benötigen Sie diese.
AGBs sind zwar nicht verpflichtend, aber sehr nützlich und sehr empfehlenswert, weil sie unternehmerfreundlich die Regeln für ihre Geschäfte bestimmen, die für sie vorteilhaft sind. Und dort können Sie Haftungsausschlüsse bestimmen oder zum Beispiel einen Gerichtssitz oder zum Beispiel die Vertragssprache, Vertragsrechtsordnung regeln oder für Sie günstige Punkte regeln wie eine Mitwirkungspflicht oder zum Beispiel die Einschränkung einer Gewährleistung. Als nächstes die Zwangsmitgliedschaft in der IHK und diese ist erforderlich, diese ist auch bei einer GmbH und KG erforderlich durchzuführen. Dann sollten Sie auch darauf achten, dass die Geschäftsbriefe, und damit meine ich auch die Rechnungen, dass die dem richtigen Format entsprechen. Darauf sollten Sie besonders achten bei einer GmbH und KG, weil operativ die KG nach außen in Erscheinung tritt und dementsprechend genau Mindestinhalt eingehalten werden soll unter Einbeziehung der KG. Das gilt übrigens auch für das Impressum, weil auch dort die KG nach außen hin in Erscheinung tritt und nicht die Verwaltungs GmbH oder UG. Hiernach ist zu denken an eine Eintragung ins Transparenzregister. Dies ist auch erforderlich und zwar für beide Gesellschaften, das heißt sowohl für die Verwaltungs GmbH oder UG als auch für die KG. Als nächstes sollten Sie denken an eine Markenanmeldung und das gilt sowohl eventuell für den Firmennamen als auch für ein Produkt oder für den Namen der Leistung, mit der die KG nach außen hin auftritt. Wenn Sie in Ihrer GmbH und KG Mitarbeiter einstellen, sollten Sie daran denken, Mitarbeiterverträge, also Arbeitsverträge zu erstellen und die Mitarbeiter zum Beispiel Sozialversicherungsträger anzumelden. Danach sollten Sie daran denken, Ihre Finanzbuchhaltung zu erledigen und auch die Erstellung des Abschlusses sicherzustellen. Das können Sie entweder selbst machen mit einer entsprechenden Software oder auch outsourcen an einen Steuerberater oder einen Buchhaltungsservice. Dann sollten Sie an die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten denken. Das ist dann der Fall, wenn Sie 20 oder mehr Mitarbeiter haben, wenn Sie mit besonders sensiblen personenbezogenen Daten arbeiten, beispielsweise den Daten von Minderheiten, oder wenn Sie mit personenbezogenen Daten in einer großen Menge arbeiten, wenn Sie zum Beispiel einen Webshop haben und ganz viele Bestellungen haben. Und der letzte und 13. Punkt, an den Sie denken sollten, ist es, dass Sie eine Finanzierung sichern oder erweitern, die Sie schon haben. Und zwar, indem Sie sich beispielsweise um ein Investment kümmern durch Crowdfunding oder wenn Sie beispielsweise sich einen Businessplan erstellen lassen und dann das Investment absichern durch zum Beispiel einen stillen Beteiligungsvertrag oder durch ein paritarisches Darlehensvertrag oder wenn Sie sich über Fördermöglichkeiten beraten lassen, wovon es viele für Gründungen gibt. Ich hoffe sehr, dass Sie diese Informationen ausführlich und informativ fanden. Werden Sie viele Infos zur Gründung einer GmbH und KG oder UG und KG. Und wenn Sie selbst an eine Gründung denken, können Sie uns gerne online mit der Gründung beauftragen oder sich eine kostenfreie Erstberatung geben lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.